So. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Pascal. Und ja, wir haben heute auch noch einen dritten Mitstreiter dabei, der sich mal selbst vorstellen kann, mal eben. Ja, ich bin Erik und ich mache heute ausnahmsweise mal mit. Was Und wir eine spielen Vorstellung. das. Und wir spielen das Spiel Warframe. Es ist im Moment in der Open Beta. Es ist kostenlos bei Steam erhältlich. Ich weiß nicht, ob wir da noch einen Link reinpacken werden in die Beschreibung, aber na, mal Bestimmt, schauen. bestimmt. 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 So, wir werden jetzt gleich die erste Mission spielen. Ja, da wir das alle schon gespielt haben, werden wir jetzt nicht mit dem Anfänger, ach, mit den Anfängerwaffen kämpfen, sondern halt schon mit fortgeschrittenen Zeug. Und Ja. deswegen könnte das ein bisschen schneller laufen als geplant. Anmerkung, Ja. nur Like hat keine Anfängerwaffen mehr, der Rest von uns. Ach ne, Erik auch nicht, ne? Ich hab noch die Anfängerwaffe, aber ich habe sie halt schon gelevelt. Ach so, Denn ja. hier in diesem Shooter kann man halt auch leveln. Und das führt dazu, dass Sachen mit der Zeit besser werden. Heißt also, ihr müsst nur genug spielen, dann seid ihr irgendwann to trotzdem toll. Wir werden das Spiel jetzt, glaube ich, nicht ausführlich in allen Einzelheiten mit Arsenal, Kontakte, Marktplatz, Schmiede und so vorstellen. Das könnt ihr alles selber herausfinden, Genau, es wenn ihr ist das Spiel. erstmal das Gameplay, das uns wichtig ist. Und Richtig. ich wette, wir kommen mal durch einen Schacht rein. Nein, gar nicht. Es war so lustig, wie Also. sich Erik da gestern ständig drüber aufgeregt hat. Und wir kommen schon wieder durch einen Schacht. Du kommst auch in jedem Level durch einen Schacht rein. Du kannst auf einem fucking Meteoriten landen, du kommst auf einem Schacht rein. So, da Wundersee. ist besagter Schacht. Ja, und wenn man gleich. Kleines Detail am Rande, wenn man nach oben schaut, dann muss da noch nicht mal unbedingt ein Schacht sein. Also, Hey, ich bin da nicht ist durch den keine Schacht Öffnung. gekommen. Was? Seht ihr? Das. Da ist kein Loch. Also, wo kommen die Bretter her? Wir haben den Schacht versteckt. So, das Spiel ist an sich vom. Oh, meine Frames stürzen zwischendurch ein, das ist nicht schön. Wir haben das Spiel auf Englisch, weil es halt die Open Beta ist, zumindest die Sprachausgabe ist noch auf Englisch, alles andere ist im Moment bei mir zumindest auf Deutsch gestellt. Wie es bei den anderen beiden ist, weiß ich nicht. Und oh Gott, diese Necks machen mich gerade fertig. Das. Gegner. Muss hier noch nicht direkt umschießen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte ihn gerade zeigen. Der sieht so Und hier haben schön wir aus. direkt Oh. etwas Besonderes, eine Mod. Oh, mehr Rüstung. Oh, ich mache den mittlerweile echt schnell fertig. Und dein Crit-Schaden ist übrigens nicht schlecht, Lukas. Ich habe gar nicht die Waffe ausgerüstet, mit der ich kritte. Achso. Also, ich habe nicht gekrittet. Oh, ich mache mittlerweile 22 Headshot-Schaden. Das ist natürlich nice. Aber mit dem Mikrofon im Mund lässt sich ziemlich schwer spielen, muss man dazu sagen. Die Sicht ist doch ein wenig eingeschränkt. Okay, ich muss 30 Gegner töten. Lasst mir ein paar über. Ja, ich muss 3 Gegner in 10 Sekunden töten, oder muss ich zumindest gestern. Wie die Quests verteilt werden, weiß ich nicht genau. Das ist völlig zufällig und man bekommt auch nicht immer eine. Ach so, das ist natürlich cool. So, jetzt noch so ein bisschen zu dem Spiel. Also, wenn dann ein grünes Licht am Leuchten ist an der Wand, dann ist es entweder was zum Durchgehen oder eine Truhe oder Kiste zum Öffnen. Hier. Ach, guck mal, da kommen schon wieder neue Gegner. Ja, die Halt, Gegner scheinen es hier auch so ein gibt. bisschen random zu spawnen. Die sind auch übrigens auch hinter euch. Ups. Die sind eigentlich immer überall. Ja, es gibt halt auch die Nahkampfwaffe, das Schwert, wie man gerade ziemlich wenig eindrucksvoll gesehen hat. Die ist allerdings relativ schwach im Anfang. Und ich benutze sie auch nicht so gerne. Hier drin war jetzt nichts. Ne, doch, hier ist noch ein Spind übrigens. Ja, aus Spinden kriegt man zum Beispiel Gewehrmunition, steht da gerade, oder eben Credits. Das ist die Währung, die Spielwährung hier. Ist das die Spiel? Ja, ich meine, das ist die Spielwährung. Ja, ist die Spielwährung. Credits kriegt man auch, soweit ich weiß, wenn man Gegner tötet oder andere Truhen aufmacht. Ne, Truhen aufmacht nur. Ja, und am Ende halt einer Mission. Je nachdem, wie die Leistungen halt in dem Spiel waren. Und ich sag mal so, das erste Level ist jetzt eigentlich noch relativ easy. Also, da kommt man eigentlich relativ gut durch. Das wird aber nachher. Leute, nehmen wir alle Türen mit? Wir nehmen Oder. alles mit. Ja, weil Gegner ich von hinten. bin hier gerade schon wieder in einem Raum mit 2 Spinden drinne, in denen ihr nicht reingelatscht seid. Das wird aber nachher zumindest ansatzweise schwieriger. Wir sind auch erst bis zum Ende des. Des ersten Planetens gekommen. Das Spiel ist hier in Planeten mit verschiedenen Levels in diesen Planeten unterteilt. So, das wollte ich sagen. Kommen wir hier rein? Ja, geht ihr da.
Geht er da mal rein? Oh, Moment. Gibt's ein... Es sind sehr viele Spinde mit Leben. Also es gibt rote Kugeln, die geben Leben. Dann gibt es blaue Kugeln, die fördern die Fähigkeitsstärke. Oder, ach ne, die Fähigkeit... Die füllen die Magie wieder auf. Was heißt Magie? Ja. Die Energie. Die Energie. Die Energie halt. Okay. Dann haben wir hier noch einen Raum. Und es gibt halt als einziges wirklich zerstörbares Element... Oh, warte mal. Wo bist denn du gerade, in welchem Raum? Hier unten, durch dieses Lüftungsschacht. Durch den Schacht. Ach ja, da müssen wir ja weiter, ne? Oder? Ne, gar nicht weiter, müssen wir in einem anderen Level weiter. Nein, das war eine andere Mission. Hier ja, ich erinnere mich. Weiter. Ja, Moment, ich will mal eben hier noch die Sachen einsammeln. Moment, hier ist nichts drin, ne? Ne. Nee. Es gibt halt Explosionsfässer, dadurch entsteht ziemlich viel Damage, wenn man daneben steht. Deswegen sollte man sich nicht neben so ein Ding stellen. Zumal, wenn man die übersieht und mit dem Schwert da drauf geht. Also ich habe jetzt ein Schild von 210 und der kann dann auch schon mal ganz schnell weg sein. Der Schild regeneriert sich übrigens das Leben nur, wenn man die Kugeln einfängt. Und, naja. Ich zeige auch nachher nochmal das Hacken. Lukas, nimmst du gerade auf? Nein, ich nehme nicht auf, nein. Ja, dann muss ich nachher mal ein Terminal hacken, damit ihr seht, wie das aussieht. Hier gibt es, glaube ich, nur eins in dem Level, wenn ich mich recht erinnere. So, jetzt haben wir das Ziel zerstört. Es war halt, es gibt halt verschiedene Missionstypen. Und unser Ziel war jetzt halt Zerstören von etwas. So, was bedeuten eigentlich die hohen Zahlen, die am Ende immer auftauchen? Ist das Erfahrung oder was ist das? Hinter dir ist deine Level-Erfahrung. Ah, gut zu wissen. Es kann auch schon mal passieren, dass so ein Nahkämpfer direkt neben dir auftauchen. Das ist natürlich ziemlich beschissen. Mhm. Und man merkt es erst ziemlich spät immer. Das ist, aber mein Gott, das macht das Spiel ja interessant. Ich verstehe auch gar nicht. Ich hoffe, man sieht nachher in der Aufnahme die Lags nicht. Das stört mich gerade so ein bisschen, weil eigentlich ist, bleibt meine Frame-Anzahl relativ konstant über 30. Also ich habe im Moment 50 Frames per Second, das geht eigentlich. Und die bleibt auch immer über 30, aber trotzdem laggt es und das ist halt eben komisch. So, ich lasse die anderen beiden mal alleine, gucke mal, was es hier hinten noch gibt. Laufe also mal andersrum und nehme damit natürlich auch in Kauf, dass ich weniger töte und damit nachher weniger Punkte kriege. Das macht aber in meinem Fall jetzt nicht ganz so viel. Die Punkte werden eigentlich gleich verteilt. So. Was ich an diesem Spiel halt auch noch sehr lustig finde, sind die Sprünge, die man machen kann. Wenn man rennt und dann springt und dann noch zielt, dann macht man so einen Matrix-ähnlichen Sprung. Ja, habe ich schon gezeigt. Ich benutze den Sprung eigentlich immer. Ich habe es nur noch nicht erklärt. Hier sind noch zwei Spinte übrigens, wo ich gerade rumstehe. Auf G kann man einen Wegpunkt setzen. Was? Sodass die Mitspieler sehen können, dass da was ist. Das ist halt besonders nützlich bei Mods, die halt irgendwo hinfallen, wo keiner das mitkriegt direkt. Coole Sache. Oder halt hier. Kann ich den auch irgendwie wieder löschen? Naja, aber hier ist jetzt noch einer zum Beispiel, wo Material rumliegt, das man nachher braucht, um Waffen zu schmieden. Ah, okay, der verschwindet nachher von automatisch übrigens. Ja, das kann sein, da habe ich nie so drauf geachtet. So. Spinde. Wir müssen jetzt. Wir kommen uns, glaube ich, auch ziemlich nah bis Ende. Hattest du das eigentlich auch schon öfter, dass dir irgendwann einfach mal die Munition ausging? Ja, das hatten Erik und ich nämlich gestern, dass wir auf einmal keine Munition mehr hatten. Das war ziemlich ätzend. Ja, das ist relativ normal. Oh, nice. Es gibt da so ein paar tierähnliche Viecher, also so Hunde oder sowas. Oh ja, das Level war fies. Und davon rennen einfach vorne so liegt übrigens eine Mod. Mod, ja. Ach, 2,5% Betäuben ist jetzt nicht die Welt. So, jeder Charakter hat, also jeder Warframe, so werden die hier genannt, hat übrigens andere Fähigkeiten. Das heißt, ich habe jetzt Mac, die beiden haben jetzt Loki, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben halt bestimmte Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Zeige ich euch gleich mal eine von, wenn ich einen Gegner kriege, den die beiden nicht sofort platt machen. Wo seid ihr eigentlich? Ich bin schon hier. Achso, hier sind übrigens Spinde noch, ne? Keine Anmerkung, guck auf die Karte, du siehst uns da. So, willkommen zurück. Entschuldigung, ich habe leider meine Festplatte voll gehabt. Die Jungs haben schon ein bisschen weiter geschnetzelt und wahrscheinlich geht denen so langsam die Munition aus. Ich bin ganz damit schwer getötet. Aber wir sind immer noch
am gleichen Punkt und zocken jetzt weiter. Muss ich mal eben wieder ins Spiel reinfinden. So. So, die Aufnahme läuft weiter. Ich schneide die Pause nachher einfach raus. So, hier ist noch ein Raum. Da ist aber nichts drin. Sterbt doch, ihr Drecksviecher. Mann. Das sind jetzt übrigens noch die einfacheren Viecher. Nachher gibt es welche, die werden konstant schwieriger. Das wird richtig lustig. Ups. Mach dir deinen. Hey, ich hab noch nie Blut in dem Spiel gesehen übrigens. Hast du nie noch diesen nette Sache. Nahkampftypen von vorne gesehen? Die spritzen die ganze Zeit Blut raus. Wie das Ende. Die können wir jetzt in den, ja. Lol, das Extraktionspunkt. Ist, oh Gott, das geht mir um den Sack. Und hier hinten könnte man zum Beispiel noch in warte auf Mitspieler. So, warte auf Mitspieler. Wer ist denn... Ach, du bist noch in der Tür, wa? Ja, warte, dann renne ich da auch noch eben hin. Aber hier liegt noch ein bisschen Zeug. Einfach nur, um es zu zeigen und das Zeug mitzunehmen. Weil, ja. Aber wir haben ja auch noch 43 Sekunden, das sollte also gehen. Extraktionspunkt erreicht. Extraktionspunkt nicht mehr. Ich gehe zur Zeit morgen noch Gegner töten. Nee, jetzt ist der Countdown abgebrochen, weil keiner von euch mehr da steht. Ah, das macht natürlich Sinn. Also gehen wir jetzt alle dahin und dann sind wir glücklich. Jo, das sehe ich auch so. So, durch diese Schleusen entkommen wir dann halt. Ich weiß nicht genau. Ja, jetzt sieht man das. Jo. So, wir haben also zwei Gegenstände gefunden. Ich hoffe, alle anderen auch haben. Ich habe drei Gegenstände gefunden. Ich habe auch drei. Oh Mann, da habe ich einen verpasst. Das ist natürlich echt schade. Aber macht mir jetzt nicht so viel, weil die wahrscheinlich eh alle kamen waren. So, jetzt kriegen wir hier noch eine Statistik, in der ich dieses Mal nicht besonders gut abgeschnitten habe, wie ich zugeben. Aber das nicht am meisten im Schaden. Ja, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich einfach 5 Minuten mal eben abwesend war. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme, ne? Ja. Ja, tun wir das? Können wir machen. Gut. So. Das erste Level ist fertig. Wir beenden die erste Aufnahme und sehen uns im nächsten Level wieder. Tschüss. Tschüss.